Herzlich willkommen. In dieser kleinen Praxis geht es darum, Erfahrungen zu verdauen. Und zwar dadurch, dass wir verankert bleiben in unserer Mitte, in unserem Zentrum und gleichsam Energie fließen lassen. So sehr viele Core-Übungen sind eingebaut in dieser Praxis, auch mit der Idee, das eigene Zentrum zu stärken. Ganz viel Freude jetzt. Wir beginnen stehend am Mattenanfang, die Füße gut geerdet. Stellst du dir vor, du stehst inmitten einer Erfahrung, die du jetzt erlebst. Und deine Aufgabe ist es, verbunden zu bleiben mit deinem Atem, mit deiner Körpermitte und die Energie fließen zu lassen, an nichts festzuhalten. Nichts wegzuschieben. Bleib in deinem Zentrum und lass Energie fließen. Einatmen, bring die Arme weit über die Seite nach oben und ausatmen für die Hände vor dein Gesicht und vor dein Herz. Einatmen, Arme weit über die Seite nach oben und aus, die Hände zurück in die Mitte vor dein Herz und ein letztes Mal einatmen, Arme über die Seite nach oben, komm auf die Zehenballen. Ausatmen, stell deine Fersen ab, verschränk die Finger, lehn dich rüber nach rechts. Einatmen, komm hoch mit den Armen, Fersen hoch und ausatmen, lehn dich rüber nach links. Komm wieder hoch in die Mitte, Fersen hoch, Fersen absetzen, ausatmen nach rechts. Wieder zurückkommen in die Mitte, Fersen hoch. Und Fersen absetzen, ausatmen nach links. Einatmen, komm wieder zurück in die Mitte und ausatmen, bring deine Hände vors Herz. Beuge die Knie tief, Stuhlstellung, einatmen. Ausatmen, bring die Hände an die Knie, mach eine Katzenbucke. Geführtes Hohlkreuz, einatmen. Weicher Katzenbuckel aus, Rippen nach innen ziehen. Geführtes Hohlkreuz ein. Weicher Katzenbuckel aus, such die Arme gestreckt zu lassen und ein letztes Mal geführtes Hohlkreuz. Jetzt leg die Rippen etwas mehr auf den Oberschenkeln ab, bring die Fingerkuppen auf Blöcke oder auf die Matte und beginne langsam deine Beine zu strecken. Soweit wie es jetzt am Anfang der Stunde geht, von deinen Füßen zieh Kraft hoch ins Becken, dass die Sitzknochen höher kommen und dann kannst du tiefer in die Stellung sinken. Halbe Vorbeuge einatmen, ausatmen, linkes Bein weit nach hinten setzen, linkes Knie weich ablegen, rechten Fuß ein bisschen nach außen drehen. Einatmen, bring den rechten Arm hoch, ausatmen, rechte Hand tief an die Innenseite oder den rechten Unterarm. Einatmen, bring den rechten Arm hoch und öffne dein Herz. Ausatmen, komm zurück, rechter Arm tief. Einatmen, rechter Arm hoch. Aus, rechte Hand oder Unterarm tief und bitte das letzte Mal ein, rechter Arm geht hoch, bleibe hier. Als würdest du alles zur Mitte ziehen wollen, zieh die Schienbeine zur Mittellinie. Nimm die fliegenden Rippen nochmal etwas zurück in den Rücken und jetzt öffne dein Herz neu. Ausatmen, setz deine Hände auf und finde von hier deinen Weg in den herabschauenden Hut. Komm in die schiefe Ebene mit dem Einatmen, dich ganz auf der Matte ablegen, ausatmen, Zehen lang machen, Cobra, einatmen, langgezogene Position des Kindes, ausatmen, einatmen hier, ausatmen, komm in den herabschauenden Hund. Beuge die Knie ein bisschen, schieb dein Po hoch. Ganz von den Ansätzen der Oberschenkel beginn die Beine nach hinten zu schieben, sie dabei mehr zu strecken. Viel Raum im Atem. Am Ende des nächsten Ausatems laufe oder springe nach vorn zu den Händen. Halbe Vorbeuge einatmen. Vorbeuge ausatmen. Die Knie tief beugen, Stuhlstellung einatmen. Achtung, die Hände gehen wieder an die Knie, mach einen Katzenbuckel, ausatmen, du kommst ein bisschen höher im Stuhl. Geführtes Hohlkreuz hier, einatmen. Katzenbuckel, ausatmen.
geführtes Hohlkreuz einatmen. Bleibe hier, leg die Rippen mehr ab auf den Oberschenkeln, finde langsam deinen Weg in die Vorbeuge, Knie können angebeugt bleiben, wenn du von den Füßen Kraft ins Becken hochziehst. Komm auf die Fingerkuppen, zieh dich so lang wie möglich, halbe Vorbeuge. Ausatmen, rechtes Bein weit nach hinten bringen, Knie ablegen, linken Fuß etwas ausgedreht und einatmen, linker Arm geht hoch. Ausatmen, linke Hand oder Unterarm tief an der Innenseite. Ein, dein Herz wieder öffnen. Aus, linke Hand oder Unterarm an die Innenseite. Und nochmal ein, dich öffnen. Ein letztes Mal aus, tief. Einatmen, dich wieder öffnen und hier bleiben. Dein Zentrum mehr suchen, indem du die Schienbeine, als würde jemand von außen drücken, zur Mittellinie ziehst. Jetzt deine fliegenden Rippen vorne ein bisschen mehr zur Mitte und dann in den Rücken reinziehen und nun dein Herz neu öffnen. Einmal noch ein. Ausatmen, dreh dich bitte zurück, komme in den herabschauenden Hund. In die schiefe Ebene einatmen. Ganz auf der Matte ablegen, ausatmen. Nochmal kleine Kobra einatmen. Gleich nach unten schauender Hund ausatmen. Hier bleiben, atmen. Ganz minimal die Ellenbogen beugen und die Unterarme isometrisch zueinander ziehen. So alles mehr in Richtung Mitte ziehen. Dich mit deinem Bewusstsein von den Händen über die Arme hinziehen zum Herzen, dort deine Mitte finden. Und jetzt bleibst du im Herzen, wenn du Energien fließen lässt, die Erfahrung fließen lässt. Einmal noch ein. Am Ende des Ausatmens lauf oder springe nach vorne zu den Händen. Halbe Vorbeuge einatmen. Ausatmen, Vorbeuge. Wieder beuge die Knie tief, Stuhlstellung einatmen. Und diesmal komm hoch, ausatmen, bring die Hände vor dein Herz. Beuge deine Knie tief, Stuhlstellung einatmen. Ausatmen, Hände vors Herz, dreh nach rechts, optional linken Ellenbogen außen absetzen. Ein, komm wieder in die Stuhlstellung. Und ausatmen, dreh nach links. Ein, komm zurück in die Stuhlstellung. Und dann dreh nochmal nach rechts. Komm bitte zurück in die Stuhlstellung. Und dann dreh wieder nach links. Komm zurück in die Stuhlstellung mit dem Einatmen und Vorbeuge ausatmen. Halbe Vorbeuge einatmen. Tritt zurück in die Plank Pose mit dem Ausatmen, bleib hier, drück dich ab. Und als würdest du über vorne jetzt alles in die Mitte reinziehen, zieh die beiden Darmbeinstaffel, die Hüftpunkte zueinander und auch die fliegenden Rippen. Erstmal von den äußeren Rippen zur Mitte rein und dann mehr in den Rücken. Einmal noch ein. Ausatmen, lege dich langsam ab, ganz auf der Matte. Strecke beide Arme nach vorne. Suche dein Zentrum, die Mittelachse. Hüftpunkte zueinander, Rippen nach innen. Und dann heb den rechten Arm und das linke Bein. Einatmen. Ausatmen, ablegen, Mitte finden und rechtes Bein heben, linker Arm einatmen, aus, ablegen. Einmal rechts noch, rechter Arm, linkes Bein, aus, ablegen. Und rechtes Bein, linker Arm, aus, ablegen. Jetzt bitte die Hände verschränkt am Hinterkopf. Hüftpunkte zueinander, Rippen nach innen und dann heb den Oberkörper an, langer Hinterkopf. Einmal noch einatmen und ausatmen, setz deine Hände auf, komme in den herabschauenden Hund. Einatmen, heb dein rechtes Bein hinten heraus und für den Krieger Nummer 1 ausatmen, rechter Fuß nach vorn, linker Fuß 45 Grad eingedreht. Einatmen, komm hoch und bleibe hier, Krieger Nummer 1. So als stündest du jetzt in der Mitte einer intensiven Erfahrung. Bleib in deiner Mitte. Zieh die Schienbeine zur Mittellinie. Suche deinen Atem und dein Zentrum.
Und jetzt gleichsam lass bitte Energie fließen, vom Becken über die Bahne, über die Füße. Lass es durch dich durchfließen. Einmal noch ein. Ausatmen, setz deine Hände auf, komm bitte in den herabschauenden Hund. Hebe dein linkes Bein geführt hinten heraus. Aus, setz den Fuß nach vorn für den Krieger Nummer 1. Rechts, 45 Grad eingedreht. Ein, komm hoch. Du stehst in deinem Zentrum, die Füße geerdet. Schienbeine ziehen zur Mittellinie. Bleibst in dieser Mitte-Erfahrung und lässt die Energie fließen. Einmal noch ein. Ausatmen, Hände zurück auf die Matte. Komm bitte in den herabschauenden Hund. Und in die schiefe Ebene mit dem Einatmen. Ausatmen, senke dich ab bis ganz auf der Matte. Mach deine Zehen lang, zieh dich lang, Cobra einatmen, wir bleiben einen Moment. Mach die Rückseiten deiner Beine stark. Schau, ob du dich ein bisschen mehr hier entfalten kannst. Immer unter der Maßgabe, kann Energie besser fließen. Einmal noch ein. Ausatmen, herabschauender Hund. Hände und Fingerkuppen erden, Knie minimal beugen, mehr Raum im Oberkörper in den Flanken und von den Ansätzen der Oberschenkel deine Beine strecken. Mit dem nächsten Ausatmen lauf bitte nach vorn zu deinen Händen. Halbe Vorbeuge ein, Vorbeuge aus, halbe Vorbeuge ein, dreh deine Füße etwas auseinander, komm in die Hocke, in Malasana. Hände vors Herz. Starkes Gefühl bitte für dein Zentrum. Damit meine ich die zentrale Mittelachse. Etwas auch deinen Chor, der nach innen zieht. Etwas auch dein Herz. Option 1, bleibe hier. Option 2, für die Krähe, setz die Hände vor dir auf. Bring dein Becken hoch. Bring die Knie so hoch wie möglich an die Oberarme. Und lass dich ein auf die Erfahrung. Herz geht weich nach vorn und optional kannst du deine Füße abheben. Bakasana-Krähe, die Krähe braucht, dass man alles zur Mitte zieht. Einmal noch ein. Zurückkommen in die Hocke. Tief in die Hocke. Dann dein Becken absenken. Dich nochmal einen Moment an den Knien festhalten. Wenn dein Rücken gesund ist, streck die Arme nach vorne aus. Genieße das Wirbel für Wirbel abzurollen. Sonst hilf dir mit den Händen, um dich abzulegen. Gut. Jetzt bitte die Beine im rechten Winkel gebeugt. Gut. Mit den Händen drück gegen deine Beine. Unterer Rücken ist lang. Also nicht so, dass der untere Rücken direkt in die Matte gepresst ist, sondern in einer ganz natürlichen kleinen Inwärtswölbung bleibt er. Wenn du magst, heb jetzt optional den langen Hinterkopf einen Hauch an und dann beginn dein rechtes Bein fast auszustrecken und mit der Ferse für einen Moment die Matte zu berühren. Gut. Zieh das rechte Knie zu ran, wieder zu dir ran, drück mit den Händen und dann die andere Seite. Und wieder zurückkommen und jede Seite noch zweimal. Zurück in die Mitte und linke Ferse wegtippen. Zurück in die Mitte und wichtig, du ziehst die fliegenden Rippen von außen nach innen. Alles in die Mitte. Linke Seite jetzt das letzte Mal. Gut. Jetzt bring die Arme bitte wie ein Kaktus zur Seite. Und bring beide Beine um 45 Grad ungefähr nach rechts. Du kannst auch weitergehen, wichtig, dass du es halten kannst. Bring die linken Rippen wieder mehr in Richtung Rücken. Einatmen, Beine nach oben. Ausatmen, Beine nach links. Rechte Rippen mehr in Richtung Rücken. Einatmen, Beine wieder nach oben. Und ausatmen nochmal nach rechts. Einatmen, Beine nach oben. Ausatmen links. Und ein letztes Mal einatmen, die Beine zurück nach oben. Und nun die Knie zu dir heranziehen, sie dabei auseinanderziehen, den Rücken lang machen. Energie bitte durch dich durchfließen lassen.
die Erfahrung verdauen, indem du es fließen lässt. Und nun entweder über deine Lieblingsseite oder durch Auf- und Abrollen deinen Weg finden, zurück in den herabschauenden Hund. Komme in die schiefe Ebene mit dem Einatmen, ausatmen, dein Becken, deinen Körper langsam absenken, dich ganz ablegen für die Sphinx, die Unterarme aufstellen. Die Zehen sind lang, die Beine sind stark. Und dann schau bitte zum Bauch, heb den Bauch und heb dein Becken und heb die Knie an. Und dann leg dein Becken bitte ab, atme ein und ausatmen. Schau zum Bauch, heb dein Becken, heb die Knie. Ablegen, einatmen, dich nach vorne öffnen in die Sphinx. Und wieder zum Bauch schauen, Becken und Knie hoch. Und dich nach vorne öffnen, Energie fließen lassen. Und noch einmal zum Bauch schauen, alles ins Zentrum ziehen. Und Becken ablegen und dich nach vorne öffnen in die Sphinx. Bleiben wir im Moment. Kiefer lösen. Gut, komme nun bitte abgelegt auf den Bauch. Mach mit deinen Unterarmen ein Kissen, leg die Stirn drauf. Und hebe langsam dein rechtes Bein an. Bleib einen Moment. Achte darauf, dass du das Bein nicht auswärts rotierst, sondern umgekehrt vom inneren Oberschenkel hebst. Nun, rechtes Bein seitlich etwas nach außen schieben. Und mit dem Ausatmen bring das Bein zurück in die Mitte und leg es ab. Einatmen, rechtes Bein heben, es seitlich nach außen schieben. Und wieder zurückkommen in die Mitte und ablegen. Und nochmal rechtes Bein heben, seitlich nach außen versetzen, zurück in die Mitte und ablegen. Andere Seite. Linkes Bein heben vom inneren Oberschenkel, lass die Zehen lang und dann bring das Bein nach links, zurück in die Mitte, ablegen. Einheben, nach außen, aus, zurück in die Mitte, ablegen. Einheben, nach außen, zurück in die Mitte, ablegen. Und ein letztes Mal einheben, nach außen, zurück in die Mitte und ablegen. Gut. Komm in eine langgezogene Position des Kindes von hier. Atme in Ruhe ein. Und dann komme bitte in den Vierfüßlerstand von hier zurück. Erde die Hände gut, finde deine Körpermitte und heb die Knie ein paar Zentimeter weg von der Matte. Und die Knie wieder ablegen. Und die Knie wieder ein paar Zentimeter heben, weg von der Matte. Und ablegen. Und noch einmal, Knie etwas heben, weg von der Matte. Wieder ablegen. Super gemacht. Linken Fuß lang hinten aufstellen. Rechten dazu, du bist in der Plank-Pose, komme von hier in den herabschauenden Hund. Hebe dein rechtes Bein geführt nach hinten oben heraus ein, setz den Fuß nach vorn für den Krieger Nummer 2. Linken Fuß aufstellen parallel, einatmen, komm hoch in den Krieger Nummer 2. Schau, dass du mit deinem Oberkörper in der Mittelachse bleibst, Füße geerdet. Dir vorstellen, wie du in einer intensiven Erfahrung stehst und Energie fließen lässt. Strecke langsam dein rechtes Bein, zieh die Seiten des Körpers lang und für Trikonasana ausatmen. Bring die rechte Hand aufs Schienbein oder außen nimm den Fuß, linker Arm hoch. Thomas hat dir den linken Fuß ein ganz bisschen nach innen versetzt. Mach das gerne, wenn dir das hilft. Zieh nochmal alles in Richtung Mittellinie. In Richtung Körpermitte. Zieh auch deine fliegenden Rippen nach innen zurück in den Rücken hinein. Und jetzt aus der Mitte lass die Energie fließen. Es ist, als würdest du Dinge aus der Mitte heraus transformieren können. Es ist nicht so. Es ist nicht nur so, als ob, es ist so. Einmal noch ein. Ausatmen, bring deine linke Hand zurück auf die Matte, die linke Ferse hoch und komme in den herabschauenden Hund.
Hebe dein linkes Bein hinten heraus, mit dem Einatmen ausatmen, setz den Fuß nach vorn, für den Krieger Nummer 2, rechten Fuß aufstellen, einatmen, komm hoch in den Krieger Nummer 2. Achte auf deine Mittelachse und zieh dein Bewusstsein in die Mitte hinein. Bleibe verbunden hier mit deinem Atem. Langsam strecke dein linkes Bein, zieh dich nochmal lang in den Flanken und dann komme von hier in Trikonasana. Optional kannst du den rechten Fuß ein bisschen nach innen versetzen. Rechter Arm geht hoch. Die Beine haben einen muskulären Tonus. Alles zieht etwas zur Mittellinie. Genau, die fliegenden Rippen auch zurück in den Rücken und dich dann neu entfalten von hier. Einmal bitte noch ein. Und ausatmen, dreh dich zurück, komme in den herabschauenden Hund. In die schiefe Ebene mit dem Einatmen. Jetzt deine Wahl, ganz zum Boden oder Chaturanga Dandasana aus. Cobra oder heraufschauender Hund ein. Ausatmen, herabschauender Hund. Nun bring deine Knie auf die Matte. Nicht ganz in den Vierfüßlerstand, sondern so, dass die Knie ein bisschen weiter hinten sind. Also als würden wir eine Plank-Pose machen, aber die Knie sind auf der Matte. Genau. Und mit dem Ausatmen senke dich ab, Schulter nicht tiefer als die Ellenbogen. Das ist sehr viel dein Core, der das hält. Und dann komm wieder hoch mit dem Einatmen. Ellenbogen beugen, absenken, aus. Drück und komm wieder hoch. Dein Core hält das. Mach bitte weiter in deinem eigenen Rhythmus und wenn du mehr Kraft hast oder als männliches Wesen gerne, stell die Füße hinten auf und mach das Ganze wirklich aus der Plank-Pose. Rippen ziehen nach innen, ne? Halte deine Mitte. Noch drei. Und noch zwei. Und dein letztes Mal. Und dann die Knie aufsetzen und jetzt wirklich langgezogene Position des Kindes. Zwei, drei Atemzüge hier. Gib deinem Atem Raum. Mit dem nächsten Ausatmen komm in den herabschauenden Hund. Erde die Hände und die Fingerkuppen gut. Beug die Knie noch mal ein bisschen, schieb den Po hoch. Und dann laufe nach vorne zu den Händen, halbe Vorbeuge ein, die Knie beugen, Fersen können hochgehen in dieser Variante, komm von hier zum Sitzen und roll dich nochmal langsam ab in Richtung Matte. Stell deine Füße auf Hüftgelenkbreite und parallel, bring die Arme ein bisschen dichter neben den Körper und erstmal ein paar Mal dynamisch einatmen, heb dein Becken an, drück gut mit den Fersen in die Matte, ausatmen, senk dein Becken wieder ab, einatmen, Becken heben, aus, Becken absenken und ein letztes Mal einatmen, Becken heben und nun entweder die Finger hinter dem Rücken verschränken oder die Außenkanten der Matte greifen. Erde deine Füße, auch die großen Zehenbeine gut. Schau, dass ein kleiner Zug bleibt. Beide Hüftpunkte ziehen immer noch so ein bisschen zueinander. Dadurch sind die Leisten ein bisschen weicher. Du kannst dich mehr entfalten, Energie fließen lassen. Hinterkopf lang. Und zum Schluss mit dem Steißbein einen Hauch zu den Knien ziehen. Einmal noch ein. Ausatmen, deine Hände lösen, dein Becken absenken. Rechtes Knie über den linken Knöchel bringen, durch das Nadelöhr hindurchgreifen. Füße bleiben geflext, wenn du das linke Knie zu dir heranziehst. Suche jetzt ein- und ausatmen, ganz gleichmäßig fließen zu lassen, sodass eine Harmonie zwischen Ein- und Ausatmen entsteht. Gut.
Nun bitte deinen linken Fuß wieder abstellen, das rechte Bein jetzt enger herumbringen und das linke, die Arme wie ein Kaktus zur Seite. Schwing dein Becken etwas rüber nach rechts, dann lass du beide Knie nach links sinken, zieh dich lang in den Flanken. Das untere Bein könntest du auch strecken. Genieß deinen Atem. Einatmen, komm wieder zurück in die Mitte. Und dann bring den linken Knöchel über das rechte Knie, greif durch das Nadelöhr hindurch. Beide Füße sind geflext. Du schiebst das linke Knie ein Stückchen weg von dir und deine Aufgabe ist, dass du weich atmest und jede Erfahrung, die du hast, du suchst sie einfach fließen zu lassen. Die Energie fließt durch dich durch. Gut, dann den rechten Fuß bitte auf der Matte aufstellen, Hände lösen, linkes Bein eng herum. Und das rechte Becken schwingt etwas rüber nach links, beide Knie nach rechts sinken lassen. Ja, zieh dich nochmal lang und dann genieß die Drehung. Und dann bring die Beine zurück in die Mitte, Becken neutral, in deiner Art und Weise. Zieh noch einmal die Knie zu dir heran, rolle ein bisschen hin und her. Und dann durch Auf- und Abrollen oder über eine Seite kommen, noch für ein paar Momente in eine angenehme Sitzhaltung. Richte dich gut ein. Die Augen schließen. Am Anfang führst du noch deinen Atem aus und einatmen, ganz gleichmäßig, ebenmäßig. Und wenn die Energie von Aus- und Einatmen in Harmonie miteinander sind und gleichförmig sind, dann wirst du merken, du beginnst viel subtiler zu atmen und das Ganze führt dich in dein Zentrum, in die Mitte. Stell dir dieses Zentrum vor als Licht, Licht des Bewusstseins, Feuer des Bewusstseins. Und in jeder Erfahrung angebunden an dieses Licht kann die Energie fließen und dadurch können Erfahrungen transformiert werden. Bleib noch ein bisschen bei deinem Licht und in deinem Zentrum. Wenn du möchtest, meditiere noch ein bisschen länger. Ja. Ich verabschiede mich an der Stelle. Schön, dass du dabei warst. Danke. Namaste.